So. Da waren es nur noch zwei, glaube ich, ne? Nein, noch einer. Stimmt. Der allerletzte. Okay, ich habe gedacht, es wären noch zwei. Das ist natürlich krass. Das ist nämlich nur das Gebiet hier. Okay, Leute. Also, ich sag mal, spätestens jetzt kann man sagen, es neigt sich dem Ende entgegen, so ganz allmählich. Gut, Übergabemission. Ja, die machen wir doch am liebsten, wisst ihr doch. Und da ist auch tatsächlich die Höhle, von der ich gerade gesprochen habe. Ja. Aber erstmal die Übergabemission. Und sollte ich mich dann durch Zufall in Richtung Hauptmission begeben, würde ich auch die Hauptmission fortführen. Denn ein paar Sachen müssen es noch sein, glaube ich. Denn ich habe noch 3 Trophäen. Versteckte, also geheime Trophäen. Die sich alle, denke ich mal, auf die Hauptmission beziehen. Das bedeutet, ein bisschen was ist es noch. Aber ich glaube, das kann auch ein bisschen täuschen. Weil ich weiß, ich will jetzt nicht spoilern, ist nämlich jetzt vorsichtig. Und ich fahre gerade einfach mit dem Quadbike und bin am Labern. Das ist eine ganz gemeingefährliche Kombination. Alter. Also doch, querfällt ein runter, oder was? Wow. Okay, der Anfang war eigentlich ganz gut, aber dann habe ich das Ziel komplett aus den Augen verloren. Krass, da muss ich nochmal gucken jetzt. Da muss ich nochmal gucken. Ich wollte es vermeiden, querfeld einzufahren, aber anscheinend muss ich das. Weil außenrum habt ihr gesehen, erstens ist dann bin ich dann zu weit unten und zweitens dauert es einfach zu lange. Deswegen muss ich wahrscheinlich querfeld ein runterfahren. Ja, aber ich sagen wollte, ich glaube, am Ende des Spiels muss man eine Entscheidung treffen. Und ich denke, dafür gibt es eine spezielle Trophäe. Ja, also ich glaube, wie gesagt, hauptmissionstechnisch so viel wird es nicht mehr sein. So, jetzt ganz ruhig, Alex. Ganz ruhig, ganz sachte. Ah, hier, okay. Ich war vorhin so schnell. Ich bin dran vorbeigefahren, habe das noch nicht gesehen. So, ich hab... Ich habe heute übrigens kein Gas gegeben. Er ist einfach... quasi einfach nur runtergerollt den Berg. Okay, Leute, Vorsicht. Wow, das ist echt nicht ohne hier. Komm schon, Alex, komm schon, komm schon. Ja, genau, wirf erstmal die Zigarette jetzt weg, nach dem Schreck. Und ein weiterer Brief, er dürfte vom Herc sein. Aber ich denke auch nicht, dass hier eine japanische Leiche liegt. Die Leiche eines Japaners, vielmehr. Oder ist der Brief unter uns? Gut, hier ist auf jeden Fall ein Kreuz. Ja, es könnte sein, dass der Brief... Ja, anhand der Straße sehe ich das schon unten. Oder ist das die Straße? Ah, das ist die Straße. Okay, dann sehe ich es doch nicht. Ja, was? Was? Das ist ein bisschen irreführend jetzt wieder. Das werden wir jetzt in Erfahrung bringen. Nee, geradeaus. Nee, unter uns. Doch, da war es gerade. Ich habe es gerade letzten Moment habe ich es gesehen. Das ist unter uns, die ganze Geschichte. Was ist denn da noch? Das ist nur das Gebäude. Unter uns. 13 Meter unter uns. 40. Ah, okay. Sehr gut. Er spart uns einiges an mühseliger Sucherei. Ah, gut. Sehr schön, sehr toll, sehr fein. Kisseblöder, machen wir. Brief nehmen.
Also sind die Hörgbriefe doch bei den japanischen Leichen. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es einen Brief, der nicht dabei ist, aber okay. So, Hörgs dritter Brief. Wer immer das hier liest, okay. Hab mich von Lacey Barnstrom und ihren Jahrbuchfotos ablenken lassen, aber das würdest du verstehen, wenn du sie kennen würdest. Ich glaube, die dreht jetzt Pornos. Das muss ich echt mal abchecken, Alter. Das ist echt zu geil. Jedenfalls, ich muss Gilbert aufhalten. Na, ich habe Gilbert beigebracht, wie man den Stift aus einer Granate zieht und wie man die wirft. Und jetzt gefällt ihm das. Dem gefällt das, irgendeinen Scheiß in die Luft zu jagen, und den anderen Affen zeigt er es auch. Warte, nein, noch besser. Er zeigt ihnen, wie man den Stift zieht, aber nicht, wie man wirft. Das ist doch krank. Diese Affe ist total gestört. Mann, jedenfalls, ich folge dem Geknalle der Granaten. Der Kleine kann ja nicht ewig wegrennen. Warum waren da jetzt mehrere Gedingste? Genau, die habe ich alle schon. Ja, genau. Ach, ein seriöser Brief ist noch dabei und dann noch zwei Hörgbriefe. Ich muss nur mal kurz betonen, Leute, es fehlen noch drei Briefe. Und, kann ich hier noch irgendwie lang? Nein. Drei Briefe und ein Funkturm und fünf Außenposten. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnt haben. Gut. Ja. Na gut, das ist, glaube ich, das Einfachste, wenn ich jetzt hier das Relikt... Und dann noch das Relikt und da, oh, ist noch ein Jagdauftrag. Ich gehe jetzt mal hier hin auf jeden Fall, dass wir das Relikt schon mal uns schnappen, beziehungsweise erstmal die Mission machen. Okay, das war, glaube ich, schnellste Schnellreise überhaupt. Aller Zeiten. Ich habe gerade den Controller weglegen. So. Nächste Attentat. Beziehungsweise kein Attentat, das ist eine ganz normale Mission. Okay, jetzt bin ich einmal so dermaßen dumm im Kreis gelaufen. So. Okay, die Dame sieht traurig aus. Hallo. Hey, alles klar? Ja. Nein. Was ist denn? Ich will nach Hause. Ich will nach Samar zurück. Aber mein Mann, er lässt mich nicht. Er sagt, ich gehöre ihm. Er verkauft mich an seine Freunde. Ich wollte fliehen, aber er hat was zu sagen bei den Söldnern. Keiner wird mir ohne Bezahlung helfen. Wie viel brauchst du? Hilfst du mir? Ich danke dir. Ich kenne einen Kapitän, der mich wegbringen kann. Er will Blutdiamanten von den Söldnern. Und ich habe belauscht, wo diese angeblich versteckt sein sollen. Okay. Ich helfe dir. Aber nur dieses eine Mal. So, ist das zufällig in Richtung Relikt? Das wäre natürlich... Nein, ist es nicht. Da machen wir die ganze Geschichte anders. Dann gehe ich erst zum Relikt. Machen wir es einfach mal so rum. Okay, die Vögel fliegen vor irgendwas weg. Nicht, dass hier gleich ein Tsunami kommt oder so. Das kann sein, ja. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen. So, ui, nicht zu weit springen, bitte, Jason. Nicht zu weit, okay. Alter Schwede. Ja, okay. Also jetzt nicht, ob unter mir eine Höhle ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Denn ich wüsste nicht, wie man in diese Höhle reinkommen könnte. Weil so weit unter mir kann das Relikt ja nicht sein. Außer, wir kennen das Spielchen schon, wir müssen in die Höhle klettern. Oder in die Höhle irgendwie gelangen und dann in der Höhle hoch oder runter klettern noch. Dann kann das Ganze mich auch sich ein bisschen drehen. Ich will es auch nicht ganz hier runterspringen, denn das scheint mir doch ein bisschen zu weit im Tal zu sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Relikt jetzt einigermaßen spaßig werden könnte. Mal aktivieren. Die Markierung.
18 Meter. Das ist direkt unter mir, das Relikt direkt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, okay. Na gut, von hier komme ich jetzt. Ich weiß nicht, ob das was ist oder ob das nur so aussieht, als wenn es was wäre. Das muss ich mir jetzt angucken. Also sinnig wäre es eigentlich, dass ich von oben jetzt irgendwie da rankomme. Dass ich jetzt von oben irgendwie runterkletter irgendwo. Aber... ne. War nur eine optische Täuschung. Boah. Wie komme ich an das Relikt dran? Ich bekomme auch keinerlei Anhaltspunkt von der Karte. Vielleicht ist das hier ein Indiz darauf. Tja. Höchst bedauerlich, muss ich sagen. Höchst bedauerlich. Vielleicht von einer... vielleicht eine der Hütten, dass ich da wieder irgendwie... Upp. Was? Was? Im Endeffekt habe ich mir jetzt fallen lassen, weil die Mission war gescheitert. War ich zu weit weg oder? Hä? Aber das ist auch sonst kein Problem mit dem zu weit weg. Also manchmal ist es ein Problem, manchmal nicht. Also ich habe auch schon Fälle gehabt, da habe ich eine bestimmte Mission und konnte nichts anderes machen, weil ich diese Mission erst machen musste. Wusste aber, beziehungsweise wollte die Mission gar nicht erst machen. Aber da war ich auch sau weit weg. Na gut, dann machen wir erstmal das. Naja, Sperrgebiet, aber ich sehe keine Söldner. Was ja an sich erstmal ein außerordentlich gutes Zeichen ist. Sogar noch ein Relikt. Ich brauche einen guten Drink. Mal die Söldner aufschrecken. Finde alle versteckten Diamanten. Aber das Relikt will ich auch sammeln. Da ist es. So. So, nächster Diamant. Ein bisschen weiter entfernt. Und wir haben noch 20 Relikte, Leute. Nur noch 20. Also ich wage trotzdem nach wie vor keine Prognose, wie viele Parts wir noch hier sehen werden, aber ich behaupte weiterhin, ich werde es... Ipsi! In dieser Woche noch schaffen, das Spiel zu platinieren. Okay, das hat die jetzt einfach mal gar nicht tangiert. Ah, noch einer.
ein Scharfschütze. Hey, werd nicht übermütig. Das letzte Gefecht, das war echt geile Kugel. Oh, noch einer. Ist eine Kugel. Komm schon, wir sind besser als die. Jetzt ein kühles. Das war einfach die komplett falsche Taste. Sag mal, bin ich doof? So. Es gibt manchmal so Momente, da zweifelt man einfach an sich selbst, ne? Machen wir es halt so. Gut, nächster Diamant. Ich wollte eigentlich in Brand stecken, den guten Mann, aber ja, ging ja auch jetzt durch ein Attentat. Ich glaube, Schnellreise geht jetzt, glaube ich, nicht, weil ich in der Mission bin, oder? Mal gucken. Nein. Was wäre so hinrissig, ne? Weil ich an den Ort schnell reisen möchte, wo ich die Mission beenden möchte, würde die Mission abgebrochen werden. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ah, perfekt. Ne, noch nicht perfekt. Ich dachte, es wäre eine Seilrutsche. Ist nicht schlimm, laufen wir halt so runter. Ah, zwei gesunde Füße. Hier sehen wir schon den nächsten Funkturm. Den wohl letzten, also den letzten. Und wir sehen auch schon den Außenposten. So. Welcome. Hallo. Hast du die Diamanten? Ja. Wann legt dein Boot ab? Boot? Hm, was? Wolltest du nicht die Insel verlassen? Ich wusste, dass du es versaust. Oh, ey, nein! Halt's Maul. Um dich kümmere ich mich später. Fick dich ins Knie. Töten. Du hast ihn getötet. Ja. Sollte ich doch. Ja, aber das Spiel wollte das doch von mir, Mensch. Er wollte, dass ich mich ins Knie fick und daraufhin habe ich ihn getötet. Da kriege ich jetzt keine Belohnung oder was? Okay. Wie man es macht, man macht es verkehrt, gell? Ist immer dasselbe. Da stand, ich soll ihn töten. Das habe ich gemacht. Also, ich bin mir jetzt keiner Schuld bewusst. So, aber ich bin mir bewusst, dass ich nicht weiß, wie ich ans Relikt komme. Da wird wohl ein Guide mir helfen müssen, weil da habe ich echt überhaupt keine Ahnung, wie sich das Werk schnell. Das Problem ist nämlich, wenn ich hier immer versuche, runter zu springen oder fliegen, wie auch immer, bin ich einfach zu weit unten. Dann da wieder hochzukommen, gut, geht natürlich per Schnellreise, auch nicht das Problem, aber es ist trotzdem nervig einfach. Ja, machen wir die nächsten Jagdmission, ist nämlich auch noch ein Relikt. Machen wir das. Ohne Speicherkarte sogar.